Was soll ich? Aha, ich hab's. Ich muss ganz schnell diese Drähte miteinander verbinden. Und das Rote? Erledigt. Hopp. Okay, mal sehen. Oh nein, was ist hier los? Nein, 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 nein. Ich muss das dringend reparieren. Aha, Imposter. Hallo Leute! Heute basteln wir verschiedene Sachen, die vom Spiel Among Us inspiriert sind. Sam hat schon die Teile für unsere erste Bastelei vorbereitet. Sushi, lass uns loslegen. Womit fangen wir eigentlich an? Lass uns zuerst ein paar Worte über das Spiel sagen, okay? Es geht um Astronauten. Die versuchen den Imposter, einen Betrüger unter ihnen zu finden. Und das alles passiert auf einer Raumstation. Cool, oder? Ich wünschte, ich könnte ins All fliegen. Und ich weiß schon, was du bauen wirst. Wir tragen den Kleber vorsichtig auf. Das wird ein Scanner für die medizinische Abteilung. Jeder Astronaut muss auf seine Gesundheit achten. Das ist sehr wichtig. Besonders, wenn jemand auf der Station Chaos anrichten will. Lasst uns diesen Prozess ein wenig beschleunigen. Hopp. Aber unser Astronaut fehlt. Wo könnte er sein? Vielleicht ist er unser erster Imposter. Wir müssen aufpassen, dass die Bastelteile nicht verloren gehen. Keine Sorge, Susi. Ich behalte sie im Auge. Ich glaube, Sammy ist ein bisschen nervös. Hopp. Aber im Moment läuft alles wie geplant. Okay, ich konzentriere mich auf unser Basteln. Aber wenn ich diesen Astronauten sehe, dann schnappe ich ihn mir. Gute Idee, Sammy. Ich brauche jetzt wirklich deine Hilfe. Aber zuerst tragen wir etwas Kleber auf. Seid sehr vorsichtig, Leute. Das ist super heiß. Dieses Teil ist fertig. Jetzt falten wir das so. Und die Ecke schließt es ab. Wir kleben es hier an. Susi, schau mal, wie glänzend ich bin. Sammy, was hast du gemacht? Ich wollte meine Haare waschen, hab aber das Shampoo mit deinem Körperöl verwechselt. Sammy, du hast doch gar keine Haare. Und was glaubst du, ist das? Ich erinnere mich, dass jemand versprochen hat, mir beim Basteln zu helfen. Und ich helfe. Oh, danke, Sammy. Wir kommen zum Korpus. Leute, arbeitet bitte vorsichtig mit Heißkleber. Bittet einen Erwachsenen um Hilfe. Diese Wand kommt hierhin. Und die zweite? Jetzt kleben wir den oberen Teil an. Ich nehme das. Und tada! Wir sind schon in der Phase, den Mechanismus zusammenzubauen. Hier den Spieß einsetzen, durchschieben, genau so. Und ein paar Tropfen Klebstoff. Vorsichtig. Susi, hier, das ist der Ständer für unseren Astronauten. Super, wir müssen ihn nur noch finden. Hopp. Ich habe überall gesucht, Susi. Es ist, als ob er für immer verschwunden ist. Fast überall. Oh, was für ein Schelm. Er kennt die guten Verstecke. Da das Rätsel gelöst ist, können wir den Scanner zusammenbauen. Fangen wir an. Die Spieße kommen in diese Löcher. Und zwar so. Und natürlich etwas Kleber. Und hier ein Tropfen. Jetzt der letzte Handgriff. Susi, schnell, nimm es. Ich kann es nicht halten. Oh. Sammy. Und Hokus Pokus. Jetzt den Abschluss draufstecken. Auch auf der anderen Seite. Susi, hier kommt der Hebel. Zur richtigen Zeit, oder? Perfektes Timing. Wir stecken den Hebel hier an. Alles fertig. Jetzt scannen wir unseren Astronauten. Einer von euch ist der Imposter. Und ich finde heraus, wer es ist. Sammy, sei nicht zu hart zu ihm. Hilf mir lieber, die Bühne für das Meeting der Astronauten zu bauen. Ich werde den Knopf drücken und bam! Alle kommen sofort zusammen. Damit das passiert, müssen wir den Mechanismus bauen.
Wir kleben diese Teile an die Basis des Knopfes. Aber noch funktioniert nichts. Beeil dich, Susi. Wir müssen den Bösewicht finden. Ich arbeite schon an dem Mechanismus. Und der Knopf wird gleich funktionieren. Siehst du? So macht man das. Die Kerbe für das Gummiband habe ich schon geschnitzt. Und ich war auch sehr vorsichtig mit dem Cutter. Gute Arbeit, stimmt's? Natürlich, Sammy. Wir verbinden die Teile mit Heißkleber. Leute, seid vorsichtig damit. Verbrennt euch nicht. Und wir bringen die Wand an. Sie sind unter meiner besonderen Aufsicht. Ich beobachte sie ganz genau. Dass Sam noch mit seiner Untersuchung beschäftigt ist, baue ich den Mechanismus im Inneren der Box zusammen. Nicht hetzen, Leute. Wir brauchen hier mehr Heißkleber. Sammy, kümmerst du dich um die Astronauten? Was glaubst du, was ich hier mache, Susi? Dein Ratschlag kommt etwas zu spät. Oh, tut mir leid, Mr. Neumalklug. Bald brauchen wir deinen Teil des Mechanismus. Ein bisschen Magie kann nicht schaden. Ich habe alles fertig. Wir können nicht zusammenbauen. Achtung, Raumschiff landet. Das sieht gut aus. Die Crew kommt zum dringenden Meeting zusammen. Richtig, Sammy. Aber lass uns das zuerst fertig machen. Wir decken die Konstruktion mit diesem Pappdeckel ab. Und fertig. Aber es sieht noch nicht wie im Spiel aus. Susi, lass mich an dem Design arbeiten. Na dann los, Sammy. Ich werde dir zusehen. Heil dem großen Kibidaba. Sam ist wieder im Business. Jetzt geht's los. Sammy, ich glaube, du hast etwas vergessen. Sei aufmerksamer. Ich habe keine Zeit, Susi. Wir müssen das Meeting festlegen. Wenn nicht, kommt der Imposter. Alle in den Zentralblock. Sammy, alle sind hier. Wir müssen woanders nach dem Imposter suchen. Bleibt dran, Leute. Wir werden ihn auf jeden Fall finden. Sammy, und was passiert, wenn der Imposter sein Ziel gefunden hat? Er kommt von hinten und schlägt zu. Das sieht sehr spektakulär aus, Susi. Oh ja, klingt aufregend. Lass uns genau diese Szene aus dem Spiel nachbauen. Jemand sitzt mir im Nacken. Oh, wir haben den Imposter gefunden. Na ja, wir wussten von Anfang an, wer der Bösewicht ist. Jetzt den Überschuss abschneiden. Das Werkzeug ist scharf, also bittet lieber einen Erwachsenen um Hilfe. Susi, ich habe die Waffen ausgeschnitten. Jetzt muss ich das Opfer finden. Wie läuft es hier? Ich teste den Mechanismus. Wir werden die Waffe beweglich machen. Schaut, so bewegt sich der Messermechanismus. Großartig. Nee, solange die Astronauten nicht ihren Platz haben, ist für mich nichts klar. Du hast es wieder eilig. Wir nehmen das gleiche in Angriff, Sammy. In der Zwischenzeit lasst uns an dem Mechanismus arbeiten. Wir sichern ihn mit einem Zahnstocher. Und es funktioniert. Noch ein paar Deko-Elemente. Wie diese Knöpfe. Fertig. Können wir jetzt die Angriffsszene spielen? Gleich. Auf drei geht's los. Eins. Jetzt zwei. Und drei. Hier, schau. Es funktioniert. Also, was sagst du dazu? Sieht es aus wie die Szene aus dem Spiel? Als ob das Spiel Wirklichkeit geworden ist. Sammy, wir haben noch ein Bastelprojekt vor uns. Hilfst du mir? Oh, sicher doch. Was soll ich werden? Erinnerst du dich an die Lüftungsschächte in der Raumstation? Die Astronauten haben sich darin versteckt. Natürlich, sie sprangen da plötzlich raus. Bam! Also, wir werden den Prototyp dieser Schächte bauen. Und es gibt einen Astronaut, der da rausspringt. Hier ist die Abdeckung, Susi. Die Öffnung ist perfekt für einen cleveren Astronauten. Fantastisch. Wir bringen sie oben an. Etwas Klebstoff auftragen und die Abdeckung draufkleben. Jetzt bauen wir den Mechanismus, Sammy. Ist alles fertig? Die Teile sind fertig, Susi. Beginnen wir mit dem Zusammenbau. Und so geht's, Leute. Wer meldet sich freiwillig für den Schacht? Hast du jemanden gefunden, Sammy? Ich kann es kaum erwarten. Susi, sie wollen da alle rein. Was soll ich machen? Medizinische Untersuchung, Sammy. Wähle einfach den gesündesten. Ich versuch's. Gar nicht so leicht, eine ganze Raumstation zu managen.
Dieser Teil besteht aus zwei Pappkreisen und einem angespitzten Spieß. Damit managen wir das Auftauchen des Astronauten. Und zwar so. Wir nehmen nicht den grünen Astronauten, Susi. Das ist ein frecher Imposter. Das vereinfacht die Wahl. Wir sind fast fertig. Okay, wir brauchen aber einen Astronauten. Und ein Hebel. Fertig. Ich habe den richtigen gefunden. Wir nehmen den hier, Susi. Gute Arbeit, Sam. Du kommst hier hin. Jetzt kommt das letzte Detail, um den Deckel zu öffnen und zu schließen. Wir kleben es hier an. Perfekt. Jetzt kann sich der listige Spion durch die Lüftungsschächte bewegen. Schon, als hätte ich den ganzen Tag Among Us gespielt. Genug für heute. Leute, gefallen euch unsere Among Us Bastelarbeiten? Dann drückt die Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Tschüss. Also, unter uns ist definitiv ein Imposter. Ich bin direkt hinter dir, Sammy. Oh, Hilfe!